Der heutige 23. Wiener Gemeindebezirk Liesing umfasst die ehemaligen eigenständigen niederösterreichischen Ortsgemeinden Inzersdorf, Erlah, Siebenhirten, Atzgersdorf, Mauer, Rodaun und Kalksburg sowie die ehemals eigenständige niederösterreichische Stadt Liesing. Alle diese ehemaligen niederösterreichischen eigenständigen Gemeinden bzw. heutigen Bezirksteile des 23. Bezirks haben ab 1938 eine gemeinsame Geschichte. Das Video befasst sich konkret mit der Historie von Inzersdorf und Erlah. Um die historische Gemeinsamkeit ab 1938 nicht zweimal zu wiederholen, vorab eine kurze Zusammenfassung des Geschehens von 1938 bis 1954. Am Morgen des 12. März 1938 marschieren Truppen der deutschen Wehrmacht in Österreich ein. Hitler erlässt am 13. März das Wiedervereinigungsgesetz, das noch am gleichen Tag in Kraft tritt. Diese Eingliederung des austrofaschistischen Bundesstaates Österreich in das nationalsozialistische Deutsche Reich wird als Anschluss Österreichs oder kurz Anschluss bezeichnet. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wird mit dem diktatorischen Gesetz vom 1. Oktober 1938 mit Wirksamkeit am 15. Oktober 1938 Wien zu Groß-Wien vergrößert. Im Zuge dieser Erweiterung Wiens zur flächenmäßig größten Stadt im Deutschen Reich werden neben Inzersdorf und Erlah weitere 95 niederösterreichische Gemeinden eingemeindet und Wien von 21 bestehenden Bezirke auf 26 Bezirke erweitert. Inzersdorf und Erlah werden gemeinsam mit weiteren niederösterreichischen Orten zum 25. Bezirk Liesing zusammengeschlossen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 vereinbaren Wien und Niederösterreich 1946, dass 80 der 97 ehemaligen niederösterreichischen eingemeindeten Orte wieder an Niederösterreich zurückgegliedert werden. Inzersdorf und Erlah verbleiben neben weiteren Orten allerdings bei Wien. Aufgrund eines Vetos der sowjetischen Besatzungsmacht können die entsprechenden bereits 1946 beschlossenen Verfassungsgesetze aber erst 1954 in Kraft treten. Seither sind unter anderem Inzersdorf und Erlah Teil des neuen 23. Bezirks. Kurzer Einschub. Wien hat vor 1938 21 Bezirke, in der Zeit von 1938 bis 1954 26 Bezirke. Nach 1954 hat Wien 23 Bezirke, daher die Frage, wo befindet sich der fehlende 22. Bezirk? Das ist rasch geklärt. Der ehemalige 21. Bezirk Floridsdorf wird im Zuge der Schaffung von Groß-Wien geteilt in den 21. Bezirk Floridsdorf und den 22. Bezirk Groß-Enzersdorf. Die Bezirksgrenze verläuft entlang des nördlichen Astes der Ostbahn. Nach 1954 wird das Bezirkseinteilungsgesetz Wien kundgemacht, tritt am 2. Juli 1954 in Kraft und Wien wird wieder grob mit Einschränkung auf die Größe von vor 1938 verkleinert. Auf Basis dieses Bezirkseinteilungsgesetzes bleibt der ehemalige 21. Bezirk Floridsdorf geteilt. Der 21. Bezirk Floridsdorf bleibt bestehen. Der 22. Bezirk Groß-Enzersdorf wird ebenfalls in seiner Größe reduziert und bekommt seinen heutigen Namen Donaustadt. Der bis dahin namensgebende Stadtteil Groß-Enzersdorf wird neben weiteren niederösterreichischen Gemeinden wieder zu einer selbstständigen Stadtgemeinde in Niederösterreich. Die Grenze zum 21. Bezirk wird an der Wagramer Straße bzw. nördlich davon verlegt. Ausführliche Infos zu diesen Themen bekommst in dem Video Ständestaat Austrofaschismus, dem Video 23. Wiener Gemeindebezirk Liesing, ehemalige niederösterreichische Stadt Liesing, dem Video Floridsdorf und dem Video Donaustadt. Aber jetzt in medias res, zurück zum eigentlichen Thema. Die erste urkundliche Erwähnung von Inzersdorf
erfolgt zwischen den Jahren 1120 und 1125 als Imizinisdorf bzw. Imizinisdorf. 1200 bestätigt Leopold VI. Eine Schenkung an das Schottenstift, darunter die Kirche und eine Mühle in Enzeinsdorf. Weitere Namen sind Imzeinsdorf 1271, Inzesdorf 1362 und 1376, Itzersdorf. Alle nach dem Personennamen Imizi, vermutlich der Dorfgründer. Im 19. Jahrhundert gibt es noch die Gemeindenamen 1869 Inzersdorf am Wienerberg, 1880 Inzersdorf, 1890 Inzersdorf am Wienerberg und 1893 Inzersdorf bei Wien. Parallel dazu gibt es 1892 nach der Eingemeindung diverser Vororte nach Wien auch eine Kastralgemeinde Inzersdorf statt. Der Grund? Bereits 1874 bei der Gründung des 10. Bezirks wird ein kleiner Teil von Inzersdorf rund um die heutige Antonskirche in Wien eingemeindet. 1892, im Jahr der Eingemeindung der Wiener Vororte und der Erweiterung Favoritens nach Süden bis zur Donauländebahn, in diesem Jahr wird fast das gesamte nördlich des Ortes Inzersdorf gelegene Gemeindegebiet von Inzersdorf abgetrennt und dem Wiener Gemeindebezirk Favoriten zugeschlagen. Inzersdorf verliert damit nicht nur rund die Hälfte seiner Einwohner und Fläche, sondern auch das von Alois Miesbach gegründete, wirtschaftlich bedeutende Ziegelimperium Wienerberger. Diese Entwicklung wird in dem Video Favoriten nachvollziehbar ausgeführt. Zu Alois Miesbach und zum Ziegelimperium Wienerberger kommen wir später noch ausführlich zurück. Im 13. Jahrhundert tritt ein nach Inzersdorf benanntes Geschlecht derer von Inzersdorf auf. Konkret 1221 wird Rutger von Inzersdorf genannt, der Spitalmeister des Wiener Bürgerspitals ist. Im Rahmen der ersten Wiener Türkenbelagerung 1529 und der zweiten Wiener Türkenbelagerung 1683 wird Inzersdorf schwer zerstört. Im 16. Jahrhundert befindet sich Inzersdorf im Besitz der Gebrüder Geier von Osterburg. Bis 1563 ist Adam Geier von Osterburg Besitzer und von 1563 bis 1586 Christoph Geier von Osterburg. Nach mehreren Besitzerwechseln kommt das Gut in die Hände von Ferdinand Bonaventura Anton Graf Harrach. 1765 lässt Graf Harrach das neue Schloss nahe dem alten Inzersdorfer Schloss errichten. Das alte Schloss, das von Rittern von Inzersdorf im 17. Jahrhundert erbaut wird, ist samt Kirche und dem sich hinter der Kirche liegenden Friedhof von einem Wassergraben umgeben, über den zwei Brücken führen, eine in das Schloss, die andere in die Kirche. Basis des neuen Schlosses ist der ehemalige Spiegelhof, ein Freihof. Die verlässlichen Nachrichten über den Spiegelhof reichen bis zum Jahre 1640 zurück, zu welcher Zeit er Eigentum der Familie Geier von Osterburg ist. Also, das Schloss in Inzersdorf, zum Unterschied zu dem neben der Kirche befindlichen alten Schlossgebäude, auch das neue Schloss genannt, wird im Jahre 1765 vom damaligen Herrschaftsbesitzer Ferdinand Graf Harrach anstelle des bestehenden sogenannten Spiegelhofs erbaut. Der Gebäudekomplex liegt in einem ca. 10 Hektar großen gepflegten Park französischen Stils mit der Nordfront an der Liesing-Schwechater Bezirksstraße. Gegenüber, durch die Bezirksstraße getrennt, befindet sich ein ca. 14 Hektar großer, im englischen Stil gehaltener Schlosspark. Beide Schlösser, das alte Schlossgebäude und das neue Schloss, werden im Verlauf des Zweiten Weltkriegs durch Bombentreffer beschädigt bzw. zerstört und schließlich 1965 im Zuge der Errichtung der Südosttangente ganz abgerissen. Ein großer Teil des ehemaligen Schlossparks ist heute unter dem Namen Draschepark eine öffentliche Parkanlage. Nach dem Tod von Ferdinand Bonaventura Anton Graf Harrach 1777 geht der Besitz an dessen Tochter Maria Rosalia Fürstin Kinski, 1802 an Jakob Josef von Simonis. Die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts führen zu einem einschneidenden Wechsel in der Herrschaft über den Ort
in dem die grundherrliche Gewalt vom Adel in die Hand eines Bürgerlichen gelangt. Ab 1826 ist Inzersdorf im Besitz des Industriellen Alois Miesbach. Alois Miesbach studiert Ingenieurs- und Bauwesen, anschließend Ökonomie. Er wird Sekretär des Fürst Kaunitz Riedberg-Questenberg, den er auf seinen Reisen nach Madrid und Rom begleitet. Miesbach interessiert sich im Mittelmeerraum besonders für die Nutzung des gebrannten Tons als Baumaterial. Miesbach erkennt die Bedeutung der Ziegelbrennerei für Wien. 1819 nach Wien zurückgekehrt, quittiert er den Dienst beim Fürsten, erwirbt die Ziegelei und das landwirtschaftliche Gut Meidling am Rande von Wien. 1820 pachtet Miesbach die 1775 von Kaiserin Maria Theresia gegründete erste staatliche Ziegelei, den Fortifikationsziegelofen am Wienerberg, die er 1823 erweitert. Durch die Einführung der Verfeuerung heimischer Kohle statt der bis dahin üblichen Holzfeuerung erreicht Miesbach eine Qualitätsverbesserung der Ziegel, er setzt neue Ziegelformmaschinen ein und erzeugt auch maschinengepresste tönerne Rohre, Hohlziegel und Drainagen. 1826 erwirbt Miesbach von der Familie Corigliano die Herrschaft Inzersdorf und das Gut Steinhof, kauft anschließend weitere Ziegeleien, 1846 Biedermannsdorf, 1847 Vösendorf, 1850 das obere und untere Ziegelwerk am Lahlberg, 1852 Guntramsdorf und andere und erwirbt Kohlenbergwerke zur Sicherstellung der Brennstofflieferungen. In dem Bestreben, die Kohle möglichst preisgünstig zu fördern und zu seinen Fabriken zu bringen, steigt Miesbach auch in das Bergbau- und Transportgeschäft ein. Er pachtet Kohlengruben im Bereich Wiener Neustadt sowie Ödenburg und bemüht sich um die Erschließung neuer Kohlenreviere. In Oberösterreich führt er ab 1842 erfolgreiche geologische Untersuchungen durch, die 1856 zur Gründung der Wolfseck-Trauntaler Kohlenwerks- und Eisenbahngesellschaft AG führt. Im November 1846 pachtet Miesbach den Wiener Neustädter Kanal. Die Kanalkähne liefern einerseits die Kohle in die Ziegeleien, andererseits transportieren sie die gebrannten Ziegel ab. Die Bergwerke leitet sein Neffe Heinrich Drasche. Bereits 1845 ist er der größte Ziegelfabrikant und führende Kohlenproduzent der Monarchie. 10 Jahre später, 1855, ist Miesbach der größte Ziegelhersteller des Kontinents. Miesbach führt sein Unternehmen als Patriarch alten Stils. Er fühlt sich für seine Arbeiter verantwortlich und spendet einen Teil seiner Einnahmen für soziale Einrichtungen wie Krankenhaus, Kinderbetreuungseinrichtungen und Stiftungen. Seine Arbeiter rekrutiert er zumeist aus Böhmen und Mähren, daher der Wiener Ausdruck Ziegelböhm. Die sozialen Missstände, die Viktor Adler als Journalist aufzeigt und anprangert, treten in den Ziegelwerken vorwiegend erst nach Miesbachs Tod auf. Zu diesem Zeitpunkt ist das Unternehmen unter Heinrich von Drasche-Wattenberg, dem Erben von Miesbach, an die Börse gegangen und die Rendite ist in den Vordergrund gerückt. 1869 wird der Betrieb in die Wiener Ziegelfabriks- und Baugesellschaft umgewandelt. Was als soziales und mustergültiges Unternehmen begonnen hat, endet in Verwahrlosung und Verelendung. Trotz des anhaltenden Baubooms verschlechtert sich die soziale Lage der Ziegelarbeiter um die Jahrhundertwende dramatisch. Auf die Thematik der schlimmen Missstände in den Ziegelwerken gehe ich in dem Video Viktor Adler, der Begründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, sehr ausführlich ein. Die heutige klassizistische Pfarrkirche in Inzersdorf im Ortskern wird zwischen 1818 und 1820 erbaut. Inzersdorf gehört zu den ältesten Pfarren Wiens und wird 1217 durch Ulrich von Rodaun,
der damals die Herrschaft Inzersdorf besitzt, als eine von St. Stephan unabhängige Pfarre gegründet. Die Pfarrkirche St. Nikolaus entsteht aus der Schlosskapelle der Ritter von Inzersdorf. Der erste gotische Kirchenbau ist ein einschiffiges, schlichtes Gotteshaus. Diese Kirche wird 1529 während der ersten Wiener Türkenbelagerung zerstört, der Pfarrhof verfällt. In der Folge wird an der Ostseite des Inzersdorfer Schlosses eine Wehrkirche errichtet. In dieser Zeit verbreitet sich lutherisches Gedankengut. Die Gutsbesitzer aus dem Hause Geier von Osterburg im 16. Jahrhundert, wir haben sie bereits vorhergehend kennengelernt, sind Protestanten. Unter den Gebrüdern Geier von Osterburg entwickelt sich das Dorf zu einem Zentrum der protestantischen Lehre. Nach der Rekatholisierung zu Beginn des 17. Jahrhunderts wird die Inzersdorfer Kirche von der bischöflichen Verwaltung in Wien als eine Filialkirche der Pfarre Atzgersdorf geführt und erst 1637 wird Inzersdorf wieder eine selbstständige katholische Pfarre. Im Zuge der zweiten Türkenbelagerung 1683 wird die Kirche wieder verwüstet. Maria Antonia Gräfin Auersperg lässt die Kirche 1742 renovieren, ebenso ihr Nachfolger Ferdinand Bonaventura Graf Harrach. Die nächste Schändung und Verwüstung erfährt die Inzersdorfer Pfarrkirche durch die Soldaten Napoleons 1805, 1806 und 1809. Am 8. Juni 1817 brennt die Kirche ab. Die heutige Kirche lässt der damalige Schlossbesitzer Fürst Jakob a Sancto Mauro, Herzog von Corigliano Saluzzo, als klassizistisch-romanischen Zentralbau mit gedrückter Kuppel, mit Altarapsis und Campanile nach dem Vorbild oberitalienischer Kirchen errichten. Wie wir bereits weiter oben erfahren haben, ist Alois Miesbach ab 1826 Gutsbesitzer. Aufgrund der Nähe zu Liesingbach und Mühlbach gibt es in der Inzersdorfer Kirche immer wieder Feuchtigkeits- und Nässeschäden. Nach Einrichtung einer vorübergehenden Notkirche im Schloss Inzersdorf werden unter Alois Miesbach in den Jahren 1844 bis 1845 nach Plänen des Architekten Matthias Flast Um- und Verbesserungsarbeiten sowie Zubauten vorgenommen, einschließlich des ionischen Säulenportikus. Die Einweihung der zu großen Teilen neu errichteten Kirche nimmt Fürsterzbischof Vinzenz Eduard Milde am 25. Oktober 1846 vor. Miesbachs Neffe, der Industrielle Heinrich von Drasche-Wartenberg, lässt 1860 an der Ostseite der Kirche eine Grabkapelle für die Familie errichten, in der 1860 Alois Miesbach und 1880 Heinrich Drasche beigesetzt werden. Im Zuge der Renovierung 1977 bis 1978 wird die Grabkapelle in eine Werktagskapelle umgestaltet und zu einer Marienkapelle geweiht. Die unter Denkmalschutz stehende Pfarrkirche Inzersdorf ist nicht das einzige Gebäude in Inzersdorf unter Denkmalschutz. Weitere sind zum Beispiel das in einem weitläufigen Park gelegene sogenannte Maria-Theresien-Schlüssel in der Hochwassergasse 38, das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet wird. Weiters das Grünberg-Schlüssel in der Draschestraße 86, ein um 1720, 1730 erbautes barockes Landhaus. Das in spätsezessionistisch-neoklassizistischen Formen gestaltete Schulgebäude im Bereich der Draschestraße 96 und dem Inzersdorfer Kirchplatz wird 1911-1912 als Grund- und Hauptschule erbaut. Ein weiteres unter Denkmalschutz stehendes Gebäude ist die Inzersdorfer Konservenfabrik. Die K&K Militär Konservenfabrik Ignaz Eisler & Co. zu Inzersdorf bei Wien wird 1873 durch den Unternehmer Ignaz Eisler gegründet und 1877 gegenüber der Pfarrkirche Inzersdorf errichtet. Ursprünglich werden Militärbedarfsartikel aus Blech wie Patronenhülsen, Kapseln erzeugt, sowie Behälter und Dosen für Lebensmittel, die man an Ort und Stelle mit Gemüse und Fleisch füllt, verschließt sowie sterilisiert. Allmählich entwickelt sich die Lebensmittelerzeugung zur Hauptproduktion. Kurz darauf darf das Unternehmen die Bezeichnung KK ausschließlich privilegierte Konserven- und Suppenextraktfabrik Ignaz Eisler und Kompagnon führen.
Ignaz Eisler wird durch Kaiser Franz Josef am 6. Juli 1901 in den erblichen österreichischen Adelstand erhoben und darf sich zusammen mit seinen ehelichen Nachkommen fortan Eisler von Terramare nennen. Um 1918 fällt der Konzern mit dem Zusammenbruch der Monarchie auseinander, übrig bleibt nur das Stammwerk in Inzersdorf. Die Jahrzehnte nach dem Ersten Weltkrieg bis 2003 sind für die Firma Inzersdorf gekennzeichnet durch Höhen und Tiefen, wobei die Produktion in den Jahren 1950 bis 1970 durch Produktverbesserung und Verfeinerung sowie durch die Entwicklung neuer Erzeugnisse verzehnfacht und im Laufe der Jahre weiter gesteigert werden kann. 2003 wird das Unternehmen an die oberösterreichische Vivatis Holding AG verkauft und die Produktion in Wien-Inzersdorf nach 130 Jahren aufgegeben, die Marke Inzersdorf aber beibehalten. Eine an die 70 Jahre existierende, weithin bekannte Institution entsteht 1872. Die beiden Mediziner Emil Fries und Hermann Breslauer erwerben die ehemalige Sommerresidenz des Fürsten Ferdinand von Lobkowitz zu Rautnitz und richten eine private Heilanstalt für Nerven- und Gemütskranke mit zunächst 25 Betten ein. In den Jahren von 1873 bis 1902 wird das Sanatorium Emil Fries laufend erweitert. Prominente Patienten sind unter anderem der Landschaftsmaler, Zeichner und Lithograf Josef Seleny, die Frauenrechtlerin und Gründerin des Jüdischen Frauenbundes Bertha Pappenheim, der Schriftsteller Peter Altenberg und der Lyriker und Erzähler Josef Einheber. Erla wird erstmals 1114 als de Erila urkundlich erwähnt. Die älteste feststellbare Siedlungsphase des ehemaligen Gassendorfs entspricht der S-förmigen Mündung von Anton-Baumgartner-Straße und Erlaer-Straße. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts sind die Inhaber der Grundherrschaft bekannt. Bis Mitte des 16. Jahrhunderts besteht durch die Familie Eckertsauer ein Zusammenhang mit Mauer und Kalksburg. 1775 erwirbt Georg Adam Fürst Starnberg die Grundherrschaft von Erla. Johann Georg Adam Graf von Starnberg ist ein österreichischer Diplomat, Minister und Obersthofmeister sowie ein enger Vertrauter von Maria Theresia. Unter anderem ist Starnberg 12 Jahre Gesandter in Paris. Starnberg trägt zur Annäherung zwischen Österreich und Frankreich bei. Vor allem beeinflusst er durch seine Bekanntschaft zur Madame de Pompadour den französischen König Ludwig XV. 1770 begleitet Graf von Starnberg als kaiserlicher Kommissar Marie Antoinette auf ihrer Brautfahrt nach Straßburg. Auf private Einladung des französischen Königs nimmt Starnberg in Paris an der Hochzeit teil. In Erlaer befindet sich an der Erlaer Straße 54 das barocke Schloss Alt-Erlaer. Die Anfänge des Schlosses von Alt-Erlaer werden 1244 erstmals urkundlich erwähnt. Wie auf einem Stich von Georg Matthäus Fischer aus dem Jahr 1672 ersichtlich, ist das Schloss im 17. Jahrhundert bereits zu einem großen vierflügeligen Schloss ausgebaut. Die Schlosskapelle wird 1726 durch den Wiener Erzbischof Sigismund von Kolonitz geweiht. Zu dieser Zeit ist Erlaer im Besitz des Grafen von Seilern. Nachdem 1765 Georg Adam Fürst Starnberg die Grundherrschaft Erlaer erworben hat, veranlasst er in den Jahren 1766 bis 1770 durch den Hofarchitekten Nikolaus Pacassi die bauliche Neugestaltung des Schlosses in einem spätbarocken, klassizistischen Stil. Den Schlosspark, den Starnberg anlegen lässt, hat Laurenz Janscher im Bilde festgehalten. Zum Schloss führt eine in Richtung des kaiserlichen Schlosses Schönbrunn ausgerichtete und unter Naturschutz stehende Kastanienallee, die heutige Gregorigasse. 1805 und 1809 sind Truppen Napoleon Bonapartes im Schloss einquartiert.
Jerome Bonaparte, König von Westfalen, Kaiser Napoleons jüngster Bruder, verliert nach der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 sein Königreich Westfalen und erhält in Österreich Asyl. Er erwirbt vom Fürst Starnberg das Schloss Alt-Erlan und zieht 1817 mit großem Gefolge ein. Auf Betreiben Metternichs, dem Erlan zu nahe bei Schönbrunn liegt, muss er jedoch nach wenigen Jahren sein neues Domizil wieder aufgeben und nach Schönau ziehen, das er vom Freiherrn Peter von Braun im Tausch gegen Erlan erwirbt. Braun lässt den barocken Park in einen englischen Landschaftsgarten umwandeln. Im Revolutionsjahr 1848 sind die Truppen von Josef Jelasic von Buzim im Schloss einquartiert. Jelasic von Buzim befehligt zusammen mit Alfred I., Fürst zu Wien die Stretz, die Niederschlagung des Wiener Oktoberaufstands 1848. Das Schicksaljahr 1848 ist in dem Video das Revolutionsjahr 1848 in Wien ausführlich aufgearbeitet. 1918 kommt das Schloss Erlan an den Gutsbesitzer Johannes Brenner Freiherr von Felsach aus der Adelsfamilie Brenner von Felsach, dessen Nachfahren noch heute die Eigentümer des Schlosses sind. Anfang des 19. Jahrhunderts macht sich die Industrialisierung durch Fabriksgründungen bemerkbar. Die steigenden Bevölkerungszahlen führen im Vormärz zur Entstehung eines neuen Ortsteils im Bereich der heutigen Kreuzung Altmannsdorfer Straße, Triester Straße und Erlaer Straße. Im Jahre 1835 werden erstmals die Ortsteile Alt-Erlan und Neu-Erlan genannt. Die beiden alten Ortskerne sind heute weitgehend zusammengewachsen, allerdings gibt es aber auch noch unverbaute Gebiete, etwa beim Stadterweiterungsgebiet in der Wiesen.